Vom Fußballplatz an den Controller. Die E-Football-Meisterschaft vom Hamburger Fußballverband. In Blankenese startet die Qualifikation für den ersten Spieltag der neu gegründeten E-Football-Liga. 20 Teams sind bereit für die großen Spiele an der Konsole. Ja, es wird immer mehr Mannschaften nehmen teil. Es gibt immer eine größere Aufmerksamkeit. Und bisher habe ich wirklich, ich glaube, wirklich keinmal was Negatives gehört. Natürlich muss man manchen Menschen diese Sportart oder dieses E-Football erstmal ein bisschen näher bringen, weil da doch immer ein bisschen Skepsis einfach mit dabei ist, weil es was Neues ist, gerade auch für ältere Menschen. Ein sehr erfolgreicher Tag, also sehr gut organisiert, klappt alles. Im Duo kämpfen die Teams um die Teilnahme am Ligabetrieb. Gespielt wird das Spiel FIFA 20 auf der PlayStation 4. Verschiedene Vereine greifen dabei auf ihre eigenen Zockertalente zurück. Doch auch die Vorbereitung spielt dabei eine große Rolle. HSV E-Sports-Talent Daniel Dwelk konnte sich bereits für die Playoffs in der virtuellen Bundesliga qualifizieren. Für das Zocken an der Konsole hat er einen klaren Plan. Wir als HSV treffen uns immer unter der Woche, trainieren dann zusammen, aber sonst trainiere ich auch relativ viel mit meinem Bruder. Nur für diese Liga habe ich nicht so viel trainiert, so einmal in der Woche vielleicht. Aber sonst generell, um bei anderen Events mithalten zu können, spiele ich täglich 2-3 Stunden. Zocken, jubeln, siegen. Die jungen Konsolenkönige sind positiv angetan von der Veranstaltung. Der Hamburger Fußballverband zeigt sich begeistert. Der erste E-Football-Spieltag. Eine positive Entwicklung für alle Beteiligten. Wir haben in 2017 gemerkt, dass einfach der Bedarf vorhanden ist bei den Vereinen, dass wir sowas organisieren müssen, weil der Hamburger Fußballverband hat einfach die Infrastruktur, sowas abbilden zu können, was die Vereine eben nicht haben. Wir haben auch gemerkt, in der E-Sports-Branche bewegt sich einfach was, da ist viel los. Und wir wollten auch einfach die Vereinsheime beleben, weil ja, die Vereine, die leiden leider unter akuten Mitgliederschwund, auch gerade im Jugendbereich. Die E-Football-Liga des Hamburger Fußballverbandes. Eine neue Attraktion für alle Fußballverrückten. Der E-Football boomt. Viele junge Konsolentalente können ihre virtuellen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Die Veranstaltung findet großen Zuspruch. Hamburg ist um eine Sportart reicher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.